Servus Leute und willkommen zum Dienstagsvlog. Ja, bei mir ist gerade Samstag. Wir machen heute eine Spezialaufgabe. Wir müssen einen Weg zusammenrichten von der Landwirtschaft bzw. Forstwirtschaft. Und ja, wir haben schon auf die Lore was aufgeladen. Und die Radladeschaufel ist auch voll.
Weg ist wieder zusammengerichtet. Die erste Ladung war mit dem KL300 und der Lore. Die zweite Ladung jetzt mit dem K15. Ich wollte mal den Unterschied sehen, wie sich der plagt dagegen. Aber der schafft es auch. Halt ein wenig langsamer. Aber wie gesagt, funktioniert auch. Der Weg da, der gehört zu der Jagdgenossenschaft dazu. Da ist einer vor die Jäger gekommen und hat gesagt, der ist schlecht, den kannst du nicht mehr gescheit fahren. Macht mal die Löcher zu. Na, das haben wir jetzt gemacht. Ja, Radlader dabei. Mit dem mal Schaufel rausfahren und mit der Lore dann eine schöne Ladung. Und dann läuft das. So, und jetzt geht's wieder heim. Thank you.
Abend mittlerweile. Ach, die Zeit, die rennt immer, die rennt immer. Wochenende schon wieder rum. Ja, ich habe heute wieder ganz normal die Stelle gemacht, wie immer. Weil die Schweine habe ich wieder wegen die Scheiße mit rausgeräumt. Die Kacke, die Exkremente. Ja. Ist jetzt mittlerweile im Stall mal wieder zu vorne mit rein. Ich habe da noch ein wenig sauber gemacht. Frisches Wasser haben sie gekriegt und ein wenig frisches Stroh oben drauf. Und gerade noch eine schöne Ladung an gekochtem Futter. Gab es wieder irgendwas? Ja, die entwickeln sich prächtig, die zwei. Schaut euch die an. Also wenn es denen schlecht geht, ne, dann weiß ich wirklich nicht. Gell, mal Gute. Gell, mal Gute. Ja, freilich. Euch geht's gut, gell? Aber raus gehen wir heute nicht mehr. Nein. Brauchst du gar nicht dran rumschütteln. Schmuddimampf da hinten noch. Also selbst der Kleine hier, wenn man überlegt, der war ja ein rechter Nachzügler, der hat schon gewaltig aufgeholt. Größentechnisch sind sie mittlerweile größer als der Reilly. Ich tippse jetzt da mal, also den Großen zumindest, auf bestimmt 50 Kilo. Und na, den Kleineren, ja irgendwas so vielleicht 40, 45 Kilo in den Dreh, würde ich den jetzt ansetzen. Entwickeln haben sie sich auf jeden Fall prächtig, das freut mich immer mehr. Richtig schön. Besser geht's doch nicht. So muss das sein, die Viecher muss es gut gehen. Und ja, weil es da mal hieß, die kriegen ja nicht genug zu fressen und entwickeln sich da damit nicht. Pfeiferdeckel. Ich brauche kein Sojaschrot und ich brauche keine Kraftfuttermischungen und kein Mastfutter. Meine, die wachsen ganz alleine. Obst und Gemüse. 3 bis 4 Mal am Tag, große Portionen, immer so ein Matteleimer voll. Ab und an dann einmal noch eine Schaufel Getreide dazu, vom eigens angebauten. Die entwickeln sich prima, also da brauche ich definitiv keine Körnermischungen, keine Kraftfuttermischungen. Kann ich mal alles sparen, ich will die ja nicht innerhalb von 3 Monaten auf Mastgewicht bringen oder auf Schlachtgewicht, sondern die sollen ja schön langsam wachsen und genau, das machen die. Ne? Ja, so langsam aber sicher, denke ich einmal, wird es auch Zeit, dass ich mich umgucke nach einer Zuchtsau. Weil beim Ferkelchen hier merkt man schon, er kommt, glaube ich, in das Alter, wo er geschlechtsreif wird. Und ich habe ja gesagt, voraussichtlich so, ja, circa im Herbst rum, wird dann der Schmutti doch mal in die Wurst kommen, so gemein wie es klingt. Aber es ist halt so, wie gesagt, dafür habe ich die Schweine. Und bis dahin sollte dann natürlich eine Zuchtsau da sein, dass der andere nicht ganz alleine ist, das will ich ja auch nicht. Und dann muss ich mal sehen, ob ich sie dann getrennt halte, die zwei, oder ob ich sie dann zusammenlaufen lasse. Da muss ich mich nochmal erkundigen, aber normalerweise kannst du das ganze Jahr zusammen laufen lassen, hast halt öfters Junge. Muss ich halt dann regelmäßig abgeben. Ja, 2 bis 3 Würfel pro Jahr dann in etwa. Eine Zuchtsau, eine Zuchteber und die Jungen dann immer, mal schauen wie es läuft, wird man sehen. Aber, wie gesagt, im Moment ist es noch nicht spruchreif, ein bisschen Zeit haben sie noch. Und es ist ja nicht so, dass der Schmuddi jetzt dann gleich geschlachtet wird. Der hat noch ein bisschen Zeit, der darf noch laufen, den Sommer erlebt er auf jeden Fall noch. Keine Angst. Hat schon der Nachbar gesagt, Mensch, da könnten wir Spanferkel machen. Nee, nichts gibt's. Der hat noch Zeit, der darf das Leben noch genießen. Ja, im Juli, wird der Kleine ja dann mittlerweile 1 Jahr. Und Anfang August wird ja der 1 Jahr. Gell? Oh, der ganze feine Buh bist du. Freilich. Und wie gesagt, also wenn man sie sich anguckt, die sind total anhänglich, da gibt es überhaupt nichts. Nicht bösartig. Ich meine, was sie halt einmal machen, wenn du drinnen stehst, die schubsen dich ja mal von hinten oder die knabbern an der Hose rum.
Der Zupfel ist ja ein wenig dran rum, so wie, hä, gib mir mal, ich habe noch Hunger. Aber dass die einen beißen würden oder absichtlich dann kräftig anrempeln oder sowas oder aggressiv werden, überhaupt nicht. Da untereinander und mit den Hühnern zusammen, überhaupt kein Problem. Manchmal haben wir mal ihre 5 Minuten, dann treiben sie mal die Hühner draußen durchs Gehege und die Hühner lassen sich das gefallen, die machen das leider nicht. Schweinchen beim Saufen. Schmeckt's? Aber so muss das sein. Das passt schon so, wie es ist. Gut, dann machen wir bei euch Feierabend. Das war's dann für heute, ne? Tja, so viel mal wieder das Update bei den Schweinchen. Denen geht's gut. Alles prima. Ach so, ja, was ich ab und an mal noch mache, hier draußen natürlich. Die wühlen ja alles kräftig um. Normalerweise habe ich ja das Gehege immer mit der Fräse umgegraben. Das spare ich mir mittlerweile. Brauche ich nicht mehr. Die Schweine machen das ganz ordentlich. Die machen das so ordentlich, dass ich halt den Zaun immer wieder freiräumen muss. Sieht man jetzt gerade, habe ich wieder gemacht. Jetzt ist wieder alles schön eingeebnet. Hier draußen die Dachziegeln. Also da haben ja auch einige Leute geschrieben, die Steine, die verletzen sich doch und die tun sich weh. Also überhaupt nicht. Ihr seht ja, die sind kerngesund. Und die Steine da, die jetzt hier liegen, die lagen vorhin wieder da hinten. Die wühlen sich da durch, die suchen da die Wurzeln, die fressen die Wurzeln unten raus. Also da habe ich bislang überhaupt noch kein Problem gehabt. Und genauso soll es doch sein, die haben eine Beschäftigung. Die haben den ganzen Tag was zu tun und besser geht es doch gar nicht. Ja Leute, so viel wieder zum aktuellen Video. Das ist wieder so der aktuelle Stand, was halt so ein wenig passiert ist. Ja, wie gesagt, mir geht es jetzt mittlerweile wieder ganz gut. Ich habe am Sonntagabend einen kleinen Livestream auf Instagram gemacht. Und falls es den einen oder anderen interessiert, also ich habe wieder eine neue Webcam. Die steht jetzt hier. Ich habe sie schon ein bisschen ausprobiert. Soweit funktioniert sie. Schon wieder eingestappt, das Ding. Ja, die ist gekommen. Und ja, wenn das da an der Lippen noch ein bisschen besser ist, dann kommt da auch wieder ein Livestream. Ich habe schon gesagt, vielleicht, ich kann es nicht versprechen, am Samstag müssen wir mal gucken. Ich verschreie es noch nicht so laut, wenn, dann sage ich im Freitagsvideo nochmal Bescheid. Ja, auf alle Fälle so viel da, der aktuelle Stand. Ansonsten, wegen meiner Lippe, ja, ich habe es schon im Video gesagt, ich habe das Zahnstück wieder gefunden. Das war in der Lippe drin gesteckt, das ist aus dem Loch rausgewandert, denke ich so, auch nicht schlecht. Ja, Samstagabend. So viel zum Thema Doktor. Ich bin ja immer so begeistert, zum Doktor zu gehen. Das bestätigt sich für mich immer wieder. Einen Doktor brauchst du eigentlich nicht, du kannst dich gleich selber behandeln. Weil, der hat das nicht gesehen, das musste ich schon selber finden. Naja, jetzt bin ich mal gespannt, wann sich die BG meldet, dass es mit dem Zahn wieder dann in Ordnung geht. Schmerzen habe ich, wie gesagt, keine. Die Lippe ist halt einfach ein bisschen so ein Taubheitsgefühl drauf, aber die tut nicht weh. Und den Zahn, der tut auch nicht weh. Der ist halt einfach schräg abgebrochen. Blöd gelaufen, mein Gott, kann man nichts machen. Ja, da schauen wir mal. Meine Uhr klingelt wieder. Und ich würde sagen, das ist dann das Zeichen für Feierabend. Genug für dieses Video. Wir haben wieder ein bisschen was gesehen, es ist nicht viel passiert, aber doch ein bisschen was. Ich wünsche euch eine schöne Woche, wir sehen uns am Freitag dann wieder. Bis dahin, ich wünsche euch was. Servusla.